einen wunderschönen Sonntag. Gleich drei Spiele gibt es heute zu deutscher Zeit, die uns interessieren. Das erste sind die Charlotte Hornets, die Milwaukee Bucks, den Tabellenführer im Osten und der ganzen NBA empfangen. Danach geht es weiter um 21.30 Uhr mit Dallas bei den Minnesota Timberwolves. Und die LA Clippers haben es zu tun daheim gegen ersatzgeschwächte oder generell geschwächte Philadelphia 76ers. Bevor wir uns aber diese Spiele anschauen, kurzer Rückblick auf die letzte Woche. Da hatten wir 5 Spiele, Tipps 65 bis 69. 3 davon waren eine Niete, 2 davon richtig. Kleines Minus macht insgesamt ein Einheitenplus von 8,17, alle 69 Wetten zusammen. Tendenz sieht ganz gut aus mit 60% bei einer durchschnittlichen Quote von 1,8 und bei den YouTube-Tipps haben wir einen Yield von 12,04%. Schauen wir mal, was heute geht. Das erste Spiel sind, wie gesagt, die Hornets gegen die Bucks und hier ist es doppelt interessant, denn die Bucks, erster, wie schon erwähnt, aber auch unsere Kollegen aus Charlotte mit einigen Wins und zwar 2 in Folge gegen New York, okay, aber vor allem bei den Toronto Raptors, die ja wirklich mega stark unterwegs waren die letzten Wochen. Davor erwartbare Niederlage in Indiana, einen richtigen Blowout gab es, unnötige Niederlage meiner Meinung nach gegen die Brooklyn Nets und ein Sieg gegen die Chicago Bulls, das aber auch schon wieder über eine Woche her. Milwaukee gibt sich keine Blöße, gewinnt wahnsinnig hoch eigentlich gegen die Oklahoma City Thunder. Milwaukee hat auch nicht nur den ersten Tabellenplatz und die meisten Wins inne, sondern auch die größte Margin, also die größte Punktedifferenz bei Siegen. Und davor gab es einen Sieg gegen Toronto bei den Raptors, knapper Sieg bei den Wizards und Siege gegen die Philadelphia 76ers und die Detroit Pistons. Kurzer Blick auf die Tabelle. Wir sehen hier 51 Siege, 8 Niederlagen. Sie haben eine Möglichkeit, die beste bzw. zweitdrittbeste Bilanz aller Zeiten zu schaffen in der NBA. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sie nicht nur aufgrund des tiefen Kaders, sondern auch genau wegen der Motivation, das zu erreichen, keine Spiele abschenken werden. Sie sind haushoher Favorit, was die Quote auch hergibt gegen die Charlotte Hornets. Aber wie schon gesagt, müssen wir da aufpassen. Die haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen und sind sicherlich nicht verkehrt. Head-to-Head, wie haben sie gespielt? 116 zu 103. Ich meine, das war das Paris Game. Also in Frankreich hat Milwaukee gewonnen. Davor gab es auch schon Blowout-Sieg 137 zu 96 daheim. Also spricht sehr, sehr viel für die Bucks und warum reden wir eigentlich so lange über die, wenn das Spiel schon relativ klar ist? Wir schauen uns mal die Handicaps an. Die Line ist so bei 12 Punkten. Man muss aufpassen, Bucks spielen genauso wie beim letzten Spiel gegen Thunder schon wieder wahrscheinlich ohne Middleton, der hat Hals, soweit ich weiß, und wir können von einem klaren Sieg der Bucks ausgehen. Das Handicap ist ganz schön hoch, allerdings nicht unrealistisch. Genauso unrealistisch ist ein Sieg der Dallas Mavericks. Hier muss man aufpassen, es kann sein, dass sie ohne Luka Doncic spielen, der hat ein bisschen was am Daumen und die Timberwolves sind ja grottig unterwegs, jetzt auch noch ohne Karl Anthony Towns. Schauen wir mal im Westen, wie es aussieht. Dallas 7. mit einem guten Polster auf Platz 8 und vor allem Platz 9, das ist das Wichtige. Und ich denke, dass sie immer noch den Shot haben auf Platz 5 und 6. Mehr wird aber nicht drinnen sein. Minnesota, die kämpfen darum, das ein oder andere Spiel noch zu gewinnen. Ich glaube, dass sie zu gut sind, besser gesagt, Golden State wird zu schlecht sein, um da noch vorzupreschen und die Suns sind auch außer Reichweite. Wir können erwarten von den Dallas Mavericks, dass sie dieses Spiel gewinnen und sie haben in der Vergangenheit, in dieser Saison, vor allem gegen schwächere Teams, die eigentlich immer weggebolzt, also hoch gewonnen. Schauen wir mal an, das ist jetzt das zweite Spiel in dieser Serie. Vor ein paar Tagen daheim in Dallas, in Texas, haben die Mavs 139 zu 123 gewonnen. Hohe Punktzahl. Auch beim Spiel am 5. Dezember gab es eine hohe Punktzahl, 121 zu 114.
kein richtiger Blowout, aber auch sonst, man sieht hier Minnesota gegen Miami überraschend gewonnen, aber sonst kassieren die schon immer ordentlich an Punkte und auch Dallas, ja, sowieso. Also wir gehen hier von einem Dallas-Sieg aus, ganz kurz das Handicap, ob wir hier was Interessantes finden. Bei einer 1-3er-Quote dürfte es irgendwo um die 6-7 sein. Nicht uninteressant. Auf der anderen Seite, auch wenn Doncic ausfällt, Heimspiel der Timberwolves, könnte dann auch hier so eine plus 9, plus 8 auf Minnesota nicht verkehrt sein. Wir überlegen uns noch, was wir hier machen. Ansonsten bei den Over-Under müssen wir schon weit runter gehen. 238. Ja, sehr, sehr hohe Line bezüglich der Over-Under-Punkte. Bei den Clippers gegen die 76ers, ja, was will man dazu sagen? Auch die Quotenverteilung hier sehr, sehr krass und zu Recht, denn die 76ers ohne Embiid und es spricht doch sehr, sehr viel, dass hier einfach die Favoriten sich durchsetzen. Und auf jeden Fall haben wir zwei Spiele gleichzeitig, die man verfolgen kann, wenn das ein oder andere spannender ist und die Bucks zum Abendessen sollten doch die Hornets verspeisen. Ich gehe auf jeden Fall ganz klar hier auf die Favoriten. Bin mir aber noch nicht sicher, ob da eine Wette rausspringen sollte. Die Nuggets wurden gerade erst gegen die Clippers vernichtet. In der Tabelle hat das noch jetzt keine Auswirkungen. Wir sehen hier, spielen die beiden Zweiten der jeweiligen Conferences gegeneinander und auch mit einem relativ gleichen Record. Die Raptors einfach mit zwei Niederlagen mehr, haben auch die letzten beiden Spiele verloren und die Nuggets mit dem gleichen Record wie die Clippers wieder gut in der Saison dabei. Sie werden sich wahrscheinlich auch zwischen 2 und 4 irgendwo einreihen. Momentan mit 6 Siegen aus den letzten 10 Spielen nicht ganz so heiß wie zwischendurch. Und die Raptors, da müsst ihr aufpassen, die haben einige Verletzungssorgen. Fred VanVleet, Serge Ibaka, Marc Gasol. Vor allem bei den ersten beiden genannten weiß man noch nicht genau, ob die spielen werden. Ich vermute eher nicht. Deshalb kommt auch diese Quote auf die Nuggets zustande. Aufgrund der Ausfälle braucht man, glaube ich, hier nicht over-under schauen. Und ich gehe davon aus, wenn wir hier überlegen, dass hier der Trainer von Denver, ist immer so schön, wenn dir die Namen dann nicht einfallen, ehemaliger Spieler sogar. Ist es Malone? Ich bin mir gerade, habe einen Blackout. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat der gesagt, sein Team hat soft gespielt und ich glaube, das ist eine sehr, sehr faire Prognose oder faires Recap bei dem Spiel Clippers gegen Denver. 132 zu 103 verloren. Und im März beginnt ja so ein bisschen die etwas spannendere Phase. Teams kämpfen um die Playoffs, Teams wollen vielleicht nochmal ihre Intensität erhöhen, um zu zeigen, jetzt sind sie da, Playoffs sind bald. Das heißt, die ganzen Favoriten werden jetzt einen Zahn zulegen, vor allem wenn es für das Standing noch eine entscheidende Rolle spielt. Nuggets sehe ich ganz klar im Win und Jokic hat ja auch einen fantastischen Februar gespielt. Und auch bei der Niederlage gegen die Clippers mehr oder weniger überzeugt. Die Sacramento Kings sind so ein Run-and-Gun-Team, die auch immer mal hopp mal top sind. Wir schauen in der Tabelle, da dürften beide auch relativ die gleiche Position haben. Und zwar die Pistons 12. Im Osten theoretisch hätten sie jetzt auch vor allem die letzten paar Spiele nicht komplett verkackt, hätten sie auch noch einen Shot auf die Playoffs, aber die haben sich ja jetzt auch noch den Morris haben sie noch rausgekauft und Reggie Jackson, beide bei LA, wie ihr wisst, der eine bei den Lakers, der andere bei den Clippers, das heißt, die wollen jetzt auch gar nicht mehr gewinnen und die Kings, zwar auch 12., aber nur 4 Spiele hinter dem Tabellen-8. Und die Grizzlies haben zwar gestern Nacht die Lakers bezwungen, aber trotzdem 4 der letzten 5 Spiele verloren und einen sehr, sehr schweren Rekord. Die Pelicans im Kommen mit Zion Williamson. Er ist einfach bockstark.
hätte ich so nicht erwartet, dass er sein Game vom College auf die NBA einfach 1:1 übertragen kann. Spurs, enttäuschend, 25 Siege, 33 Niederlagen, sehe ich von diesem Quartett tatsächlich mittlerweile die Schwächsten, einfach weil sie so viele Spiele nicht gewonnen haben, wo ich denke, das hätte ein Sieg sein müssen und jetzt auch nur mit einem Punkt Differenz gegen die Magic gewonnen. Den traue ich wirklich nicht viel zu. Portland, 3 Niederlagen in Folge gegen Teams, wo es nicht unbedingt hätte sein müssen, jetzt erst gegen die Hawks verloren. Klar, Lillard ist nicht dabei, aber wenn der 100% fit kommt, vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter, dank oder durch seine Verletzung, vielleicht geht da nochmal was. Aber wenn wir hier mal schauen, das Momentum von diesen Teams liegt bei den Kings, 7 Siege aus den letzten 10 Spielen und den Pelicans, 6 Spiele. Also mich würde nicht wundern, wenn die jetzt noch ein paar Siege holen und dann ein kräftiges Wörtchen mitdrehen. Sehe ich ganz klar im Vorteil gegenüber die Pistons, gibt auch die Quote her. Wir schauen einmal hierauf, das erste Spiel im Januar, das ist noch eine komplett andere Pistenmannschaft, zwar auch nicht wirklich gut, aber eine andere Mannschaft zumindest, haben die Detroit Pistons daheim gewonnen. Die Quoten, die Asian Handicaps, werden ähnlich sein wie bei Dallas, um die 7. 7, 8 ist die Line. Nicht uninteressant, wenn man von einem Blowout-Sieg der Kings ausgeht. Aber auch, wir dürfen nicht vergessen, es ist Stand jetzt ein Lottery-Team und auf die Blowout-Siege zu setzen, würde ich eigentlich nicht empfehlen. Vor allem, ja, ich glaube, man verliert diese Spiele dann öfter, als dass man sie gewinnt, und manchmal ist einfach keine Wette auch eine richtige Entscheidung. Die Pelicans gegen die Lakers, also da haben wir zwei Teams, die eventuell in der ersten Runde in den Playoffs gegeneinander spielen könnten, denn den Lakers glaubt auch keiner mehr, dass da der erste Tabellenplatz noch streitig gemacht wird, aber die Pelicans haben schon einen sehr, sehr guten Shot auf den 8. Platz, denn ich glaube, dass den Grizzlies auch mehr die Luft ausgehen wird, sind ja doch ein sehr junges Team, und die Pelicans haben mehr Veteranen, haben auch mehr Spieler, die vielleicht so das Potenzial haben, ein Spiel rumzureißen. Also bei Memphis, die sind ja sehr auf den Jamal Murray fixiert. Wenn der dann noch vielleicht ein bisschen Rookie-Wall reinläuft, ein, zwei Wochen nicht so gut spielt, wird schwierig. Bei Pelicans haben wir Jrue Holiday, haben wir Brandon Ingram, Lonzo Ball, Williamson natürlich, und das sind schon Spieler, die J.J. Redick, die dann halt die Last verteilen können, 15 bis 20 Punkte machen, und dementsprechend sehe ich die im Vorteil, haben jetzt es mit den LA Lakers zu tun, die gerade eben von den Kollegen aus Memphis abgeschossen worden sind. Ich glaube, dass sich die Lakers wieder rehabilitieren, kann mir aber auch auf der anderen Seite das genau andersrum vorstellen, und dementsprechend weiß ich nicht, wer gewinnt, und würde auch hier keine Wette spielen wollen. Over-Under, interessant, hier würde ich tatsächlich das Under bevorzugen, weil es geht doch gerade bei den Pelicans um recht viel und die müssen eine starke Defense spielen, um die Lakers zu bezwingen. Und LA hat jetzt auch in den letzten ein, zwei Spielen nicht so viele Punkte gemacht, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man über die 235 Punkte kommt. Also hier lacht mich ein Under doch an oder keine Wette. Wizards bei den Warriors, die Quote kann ich nicht nachvollziehen, denn wie ihr wisst, wir sind mit den Wizards, glaube ich, auch in der letzten Woche auf die Nase gefallen. Schauen wir nochmal hier die letzten Spiele an. Nur 1 von 5 Spielen haben beide gewonnen. Die Warriors gerade eben bei den Kollegen aus Phoenix. Den direkten Vergleich hat Golden State 125 zu 117 bei den Wizards bisher gewonnen, zweites Spiel dieser Runde. Utah war eine Nummer zu groß für Beal und Co. Davor gegen Brooklyn gewonnen, Niederlagen gegen Milwaukee, okay, aber gegen Chicago und davor gegen Cleveland, also zwei Lottery-Teams. Golden State bei Phoenix gewonnen und dann die erwartbaren Niederlagen gegen Teams, die deutlich besser platziert sind, sind ja eigentlich alle, aber halt auch um die Playoffs kämpfen. Also dementsprechend kann ich nicht nachvollziehen, warum die Wizards hier so hoher Favorit sind. Und ich denke,
ein Handicap auf die Wizards mit 6-7 Punkten ist nicht gänzlich uninteressant, aber auch hier zwei Lottery-Teams gegeneinander, auch wenn die Wizards Shot auf Playoffs haben, gefährliche Nummer. Was gibt es sonst so in der NBA? Ich würde euch in den Kommentaren unten eine kleine Verlinkung zu machen zu einem, finde ich, sehr, sehr interessanten 5-minütigen Interview von James Harden. Da geht es auch darum, zu den Aussagen von Antetokounmpo, dass Harden nicht passen kann und eigentlich nur ein Dribbler ist, hat er sich geäußert. Er hat sich dazu geäußert, aufgrund des Trades von Clint Capella, dass jetzt eigentlich mit PJ Tucker auf der 5 als Center spielt, teilweise auch mit Robert Covington, den sie ja von den Timberwolves geholt haben. Und ich muss gestehen, ich bin ja ein Fan von Harden als Spieler und Competitor, auch wenn er natürlich viele Dreier einfach so nimmt oder Fouls zieht und nicht so richtig Defense spielt. Ich finde ihn von der Personality richtig, richtig cool und auch Respekt, was er kann. Und er wurde da gefragt, wie rankt er sich in der Hierarchie der NBA-Spieler? Also wo sieht er sich als einer der besten Spieler? Und er sagt ganz klar, ich bin der Beste. Und in den MVP-Rankings ist er nicht wirklich dabei, trotzdem, dass er wieder unglaubliche Punkte pro Spiel abliefert, weit über 30, 35 rum. Und ja, was er sagt, es gab es noch nie in der NBA-Geschichte, dass jemand so verteidigt wurde wie er. Sprich, ein Triple auf ihn gesetzt, ein Double schon in der eigenen Spielhälfte und unglaublich enge Verteidigung, und er findet trotzdem den Weg zu Punkten. Und da hat er aus meiner Sicht recht. Und LeBron James, Luka Doncic, Antetokounmpo sind dieses Doppeln eigentlich gar nicht gewöhnt, beziehungsweise bekommen das eher selten, haben natürlich auch von der Kaderzusammenstellung, hat er damit auch was zu tun. Aber wäre sehr interessant in den Playoffs sein, wenn genau diese Spieler dann vielleicht in den Playoffs anders rangenommen werden. Und Harden ist daran schon gewöhnt. Westbrook, man sagt ja in Amerika immer on a mission. Wahnsinn, was der jetzt im Februar abgerissen hat. Besser eigentlich als James Harden. Respekt dafür, hätte ich auch nicht erwartet. Und ich traue diesem Houston-Team tatsächlich jetzt was zu. 5 Spieler, alle relativ klein oder gleich groß. Es wird eine unglaublich geile Playoff-Schlacht im Westen. Und ich denke, eigentlich, wenn die ersten 7 weiterhin unter den ersten 7 sind, wird das einzige nicht so spannende Spiel der erste gegen den 8. werden. Da glaube ich nicht, dass es irgendwas passiert. Aber ansonsten 1 bis 7 finde ich echt, echt spannend. Und Denver, je nachdem, wo die abschneiden werden, finde ich sogar tatsächlich am schwächsten. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Wenn euch das Interview interessiert, klickt auf den Link unten in den Kommentaren. Und ansonsten kommen wir jetzt zu der kurzen Zusammenfassung der Tipps. Da wird es nämlich nicht so richtig viel von mir heute geben. Wie gerade schon gesagt, sehe ich viele Favoritensiege, und die Lines sind mir in beide Richtungen nicht attraktiv genug. Eher schon das Over-Under bei den Pelicans versus die Lakers, würde ich das Under nehmen, aber auch nicht wirklich Geld draufsetzen. Golden State Warriors gegen die Wizards, vielleicht das Handicap auf die Warriors interessant, aber auch nicht spannend genug für mich. Es wäre aber trotzdem irgendwie lahm, nicht zu tippen, und deshalb machen wir heute 2 Lame-Kombis, 2 wirklich langweilige Kombis mit Quoten, die eigentlich nicht so attraktiv sind, aber wir wollen ja ein bisschen Spannung, und wir sind ja auch ein Wettkanal. Deshalb, erste Wette, Kombination von Bucks, Mavs und den Clippers. Gibt je nach Wetterbieter rum eine Quote von 1,69. Wenn man hier die besten Quoten nimmt, wie hier, wäre es eine 1,76. Dann hat man zumindest ein bisschen auch Wettspannung bei dem heutigen NBA-Abend. Das Over bei Timberwolves gegen Mavericks ist auch gut vorstellbar. Aber wenn Doncic nicht spielt,
dann wüsste ich auch nicht, ob ich das jetzt wirklich anspielen möchte. Und deshalb eher Finger davon weg. Also, aber auch ein Ausfall von Doncic wird vielleicht diese Quote nochmal nach oben schrauben. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass der Mavs-Sieg in Gefahr ist. Und die zweite Wette sind dann auch zwei Teams, die gewinnen sollten, gewinnen müssen. Die Nuggets sollten sich revanchieren an den Raptors für die Niederlage gegen die Clippers und die Raptors auch mit einigen Verletzungssorgen. Das kombinieren wir zusammen mit einem einfachen Sieg der Detroit Pistons nicht, sondern auf die Sacramento Kings, die gegen die Detroit Pistons daheim spielen. Die müssen gewinnen, um ihren Playoff-Shot zu wahren. Und wenn wir jetzt hier 1-5 mit einer 1-3-4 kombinieren, haben wir eine Zweierquote. Und das ist doch jetzt wirklich nicht uninteressant, wenn du mal überlegst, wie hoch eigentlich dann doch die Heimteams Favorit sind. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Und im März wahrscheinlich wird es auch nochmal einen Livestream geben, wo wir vielleicht mehr uns miteinander austauschen können. Und auch mal besprechen, welche Tipps denn da draußen so sind. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Steckt euch nicht mit Corona an. Und wir sehen uns nächste Woche wieder im NBA-Video. Beziehungsweise es steht ja auch bald wieder der DFB-Pokal vor der Tür. Wunderschönes Restwochenende.